Und der Bogen muss auch noch 2 Level hoch. Und ja, ich kann das schon mal vorwegnehmen. Wir haben noch genau 11 Level vor uns. Wenn wir Glück haben, 12. Also ich glaube nicht, dass wir es schaffen, 30 zu erreichen. Da hätten wir viel früher arg viel mehr Power Gaming betreiben müssen. Also auf jeder Map rumhängen und ewig lang Welle für Welle grinden müssen. Ja. Ist so 28. 28 müssen wir auch erreichen, um den Charakter nachher importieren zu können. Also 28 muss drin sein, müssen wir erreichen. Sind also noch 11 Level. Woran ich aber auch glaube, dass wir das erreichen werden, weil wir sind bis jetzt kein einziges Mal gestorben. Das heißt, wir verlieren nicht so viele Erfahrungspunkte und so. Also ja. 11 Level könnten wir schon mal planen. Also 5 haben wir schon verplant. Dann haben wir noch 2 verplant, dass wir mal kleine Klingen auch auf 8 bringen. Das sind dann auch genau 2 Level, sind 7 Level von 11. Also 4 Level nur. Weiße Magie würde ich dann gern vielleicht noch auf 2 Level reinpacken. Da ist das auf 7 und Fernkampfbogen. Wahrscheinlich auf 9 bringen. So um den Dreh rum, ja. Aber erst einmal Fernkampf auf 7, dann leichte Kriegskunst auf 8 oder abwechselnd beides mit jedem Level ab. So, das heißt, hier können wir eigentlich alles verkaufen, wenn wir das nächste Mal in einer Stadt sind. Also in Graufurt höchstwahrscheinlich. Runen können wir auch alles verkaufen. Amethysten und Topasse. Opale können wir auch ein paar verkaufen. Ich glaube, die Pilze können wir bis auf einen von jedem auch verkaufen. Elianoner Fruchtbrand bringt uns, glaube ich, auch nichts mehr. Weil wir verlieren beim Portieren auch das gesamte Inventar. Ich glaube, das Einzige, was wir behalten, ist unser Geld. Also das hier. Und ja, das mit dem Questbuch, das läuft immer noch weiter. Hier haben wir auch jedenfalls sehr viel, was wir verkaufen können. Gerade so die niederen Ringe können wir verkaufen und die niederen Rüstungsteile. Also Halunkenkappen. Metallhelme. Ja, die Rüstung ist leider besser und die da, das ist der Reißerfellwams. Den er hier leider allerdings nicht tragen kann. Obwohl er eigentlich besser für ihn wäre. Windstahlpanzer ist leider schlechter als das Teil. Das hätte ich getauscht. Also ja, wir warten noch ungefähr bis Ende der Folge. Wenn nicht, dann gehen wir einfach sie verknüppeln oder laden erstmal neu und gehen dann sie verknüppeln. Ja, weil es bleibt nur wenig Zeit, sie aufzuhalten.
Das stimmt allerdings. Ja, sie sind halt alle am Beschwören. Da haben wir auch noch Erdpanzer. Also wir können den Diener der Erde fragen, wie viel Zeit wir noch haben. Oder aber das passiert nur, wenn wir den Schwertfels verlassen und wieder betreten, so wie ich es damals gemacht habe. Weil ich bin einfach abgehauen, als ich überrannt wurde. Da tickte die Zeit noch für die fünf Wächter. Und als ich dann wieder in den Schwertfels zurückgekehrt bin, um zu gucken, ob ich da noch was machen kann, ja, stand dann halt einfach das riesige Elementar Was dagegen. wollt? Aber ist jetzt scheinbar alles ruhig. Und ja, dass man viel Zeit dafür hat, ist mir eigentlich auch klar. Gut, gucken wir mal weiter in unserem Inventar herum. Den Brandwein brauchen wir für den Zwerg in Graufurt. Stein der ewigen Feuer brauchen wir später noch. Diese Robe können wir flicken. Schlöte des Spinnenmanns, die Quest haben wir leider vergeigt, deswegen werden wir das hier nie los. Buch der Konvokation brauchen wir noch. Schriftstück für Sentos. Das war die die Amra und Lea Quest. Mal sehen, ob das danach verschwindet. Ja, Feldspinnenseide brauchen wir für die feinen Stoffe. Mal gucken, ob wir die Quest aus Versehen vergeigt haben. Schattenring brauchen wir für die Schattenring-Quest. Drachlingsschuppen ist da die Quest. Den brauchen wir auch für später. Das Mosaik ist, glaube ich, in Whisper. Der ist für Tanara. Einer der Seelensteine für die Seelenstein-Quest. Maske des Belials. Das Glimmern des Nehmen wir das Oktagon, für was wir das nochmal brauchten, weiß ich nicht. Cassius Bruchstück ist für den Trickster, also für Flink. Trainer des seelenlosen Wesens haben wir auch noch nicht, die Quest. Seelenstein ist wieder die Seelenstein-Quest. Maske des Belial ist Hauptquest. Adamantsplitter brauchen wir später für die Erdenklinge. Das ist alles, glaube ich, Zeug zum Verkaufen. Bei den gebrochenen Sachen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Den Obsidian werden wir auch brauchen. Die Tiermenschenmähen, die können wir in Eloni wahrscheinlich verhökern. Die Pilze, die brauchen wir alle wahrscheinlich nicht mehr. Ich hebe trotzdem von jedem einen auf. Ach ja. Oder ich habe das mit dem Timer einfach schlecht in Erinnerung. Kann auch sein.
Na komm schon, die Zorn der Elemente, lass es krachen endlich. Ach ja. Ach, das ist auch ein nettes Detail, fällt mir gerade so auf. Da ist eine Goblin-Puppe als Zielscheibe für die Schützenhalle. Ja, langsam könnte es mal Zeit werden, dass er auftaucht. Weil zu viel Zeit darf man einem für so eine Aufgabe ja auch nicht geben, wenn sie timed ist. Vor allem, wenn es auch noch die Möglichkeit gibt, sie trotzdem zu lösen. Auch wenn man was sagt. Ja, euch wird wahrscheinlich langsam auch langweilig. Fällt mir auch gerade so auf, es fehlt uns bei den Zwergen auch nur noch eine einzige Einheit. Oh, und wir haben auch schon das große Haupthaus. Das heißt, wir könnten, nein, wir können keinen Nidhalf-Titanen rufen, weil wir keinen Mondsilber haben. Na los, kommt schon. Okay, wir geben ihm noch 5 Minuten. Ach, da ist er ja. Sink die 5 Steine an dem Wächter ist fehlgeschlagen. Latscht er weg. Bleibst du da? Oh, jetzt wehrt er sich. Also ja, wenn ich ein paar Zwergrammen hätte, wäre es praktisch. Wir sind in Gefahr! Der nimmt nämlich gegen die Zwergenzerstörer mehr Schaden, wenn ich es auch noch richtig in Erinnerung habe. Es sind zu viele! Ja, zerbröckeltes Herz aus Stein.
Bringt das Steinerherz zum Diener der Tiefe. Der Wächter konnte nicht rechtzeitig. Die Wächter konnten nicht rechtzeitig bezwungen werden, aber die Macht des Lubes war nicht unbesiegbar. Der Zorn der Felsen ist besiegt. Vielleicht wird der Diener der Tiefe das Steinerne Herz des großen Golems als Beweis anerkennen. Ja, können wir mal kurz machen.